So, da sind wir wieder beim Fuchsschiff der Jahresrückblick, der etwas sporadisch aussieht, aber keine Angst. Ich hatte die Rechnung schon. So, wir waren im September stehen geblieben. Da war wieder mal am 11. September und das mit Jule. Ach, da war ich, hatte den ersten Krankenbesuch bei Jule gemacht. Ich war toll, dass es wieder gut ging. Und den nächsten Krankenbesuch hat dann alle vier gemacht, am 20. 21. September. So. So, der 6. Oktober ist auch ein legendäres Datum. Denn seitdem gibt es Internet wieder im Hause, Fuchs TV. Ja. So, das war natürlich schön. Schön, schön, schön. Und eigentlich kam dann das nächste Mal am 24. und 25. und 26. Oktober zur Sommerabschlussparty. Jährliches Ereignis von ja, so weiß ich nicht warum, aber ja, findet es immer wieder statt. Mit lecker Weißwurstfressen und so ist das Quatsch. Genau. Und es gab leckere Brezeln, ja. Weißwurstschirme drin. Ja. Das darf man nicht vergessen. Sensationell. Das nächste Highlight ist doch wieder der B22. Das war am 14. 15. November. Da ist auch ein paar tolle Eindrücke, da war auch hier unser Kollege mal wieder da. Genau. Und es war sehr nett. Am eigentlichen, also am Samstag, da war nicht mehr bei an der Feier, an der größeren Feier, da wurde gebaut. Renovierungsarbeit. Renovierungsarbeit. Ja, kommt halt vor. Ja, genau. Was war noch schönes? Genau, es war sowieso, es waren 3 Wochen hintereinander feiern. Dann Tonis Geburtstag, das 22. Und Andreas Stöckchen Geburtstag am 29. November. Jetzt sind wir auch schon wieder im Dezember. Was gibt es da noch zu sagen? Ja, ich war nochmal Fuchs TV gesagt am 12. 13. und 14. Dezember hier mit Alex. Mal wieder. Ja, und mehr war eigentlich auch nicht im Dezember. Außer die Kanzel des 19. Dezember. Ach ja, ja, wo ich auch gleich noch ein bisschen schade für euch. Dann ist es nochmal so. Dann ist nochmal am 31. Dezember. Genau, und da, was da war, oh, das werdet ihr heute noch sehen. Ja. Ja, was war noch so in diesem Jahr? Ich weiß nicht, ich fand, aber es war eine ganze Menge noch. Und zwar gab es eine Sache, die gemacht werden sollte im Jahr 2008, was eigentlich letztes Jahr so ein Motto war, dieses Jahr 2008. Es gibt ja bei Fuchs TV immer zum Ende des Jahres bis das nächste Jahr so ein Motto. Was wird anders, was wird sich ändern, was ist das große Motto? Und weißt du noch, was war? Nein, ein Klassentreffen sollte stattfinden. Ach, stimmt, ja. Ja, das sollte stattfinden. Ja, dieses Jahr. Ja, das war dieses Jahr. Also, weißt du noch, am Rat kam ich mit dieser Idee. Und wir waren auch irgendwann, glaube ich, gleich zum ersten Fuchs-TV-Termin in der Altersschule. Also, beziehungsweise in der. Den Namen und Adressen zu genau. Suchen wollten, aber ja, irgendwie ist ja nichts geschehen. Wir sind hier ja, war doch der Bürokratie versucht. Ja. Falls ihr uns noch irgendwann seht, also ihr meint, kleinen Kameraden aus der Karte. Vielleicht seht ihr uns irgendwann mal. Also, das war der Klaus. So, ein Herr, grüßen wir. Nein, danke. Martin Schulz. Wie ist alle ich, Frau Vater. Ja, ja, du bist nicht nicht alle erwähnt. Das war alle meine Idee. Dann sag noch Erik Kohl, schönen guten Tag. Ja, das war der Rico. Nathalie. Nathalie, ja. Hat er noch gesagt, in meinem Video. Hallo, Nathalie. Hat er schon. Ja. Ja, genau. So, jetzt kommen wir noch. Ja, was war noch? Was war noch? Was war noch? Was war noch? Schönes im Jahr 2008. Ja, kommen wir gleich zu dem nächsten, was mir einfällt, eine kleine News. Und zwar hatte mal irgendjemand, kam auf die Idee, die Aktion des Monats einzuführen. Ich glaube, das war nicht. Habe ich damals eingeführt, mit dem Ziel, einmal im Monat sich treffen, so die Fuchs TV Friends. Aber da gab es gestern eine neue Entscheidung, also da hat sich gestern die Geschäftsführung nochmal umentschieden. Und es gibt keine Aktion des Monats mehr, dieses Jahr.
aber es gibt was anderes, mega geil. Da gibt es die Aktion des Jahres. Oh. Ja, eigentlich dachte ich, dass wir 2006 schon mit der Aktion des Tages anfangen können. Aber so viele sind da noch mal nicht. Wir hoffen, dass noch mehr dazukommen. Ja, bitte, bitte joint uns. Joint mit Love and Seagulls, unser Motto. Ja, das ist ein neues Motto. Die Paderfilm, ich weiß nicht, was da Motto. Nee, Aktion des Jahres heißt, dass wir uns jetzt schon im Januar im Kopf machen, was wir im Sommer alle zusammen machen werden. Alle, die jetzt momentan von TV Friends sind, wo wir es bis dahin noch werden. Genau. Was nur an euch geht, liebe Leute. ja. Und da, Aktion des Jahres, da kann alles passieren, da könnt ihr auch sofort. In den ganzen Spielern auch als Reifeartikel ist noch nicht fertig, wegen meiner Faulheit. Aber ich werde heute noch online stellen, hoffe ich. Wenn ich irgendwie noch dazu komme, aber man wird mich bestimmt noch mal Stunden dran erinnern. Wir laufen genügend Leute rum, die das können. Genau. Die müssen sowieso mal auf die Zimmer gucken. Ja. Und ja, vielleicht gibt es da ein großes. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da ein Beispiel nenne. Es könnte ein Grillfest sein, es könnte. Such auf Weihnachtsmarkt und so. Ja, genau. Natürlich. Ich werde mal dieses Jahr einen Such auf Weihnachtsmarkt. Ja, warte ich jetzt. Schon nicht. Ich muss auch noch zu zweit fahren. Okay, waren wir mit dem Zweit, ja. Und der Weihnachtsmarkt. Das ist ja genau wie die kleine Weihnachtsfeier, die haben wir auch von der Spielwagen. Die kann man noch nicht mehr. Das ist da, wo wir auch genau mit so vier Tieren da schon. Obwohl 8 kommen wollten ungefähr. Eigentlich ja. Waren wir schon beim Peak 8, aber irgendwie wollten wir dann nur noch 4 machen. Aber auch gut so weit, hätte nur für 4 Personen gereicht. Jetzt hat nur 4 Personen gereicht, ja, der arme Vogel. Genau. Aber die Aktion des Jahres, Leute, behaltet ihr euch mal im Kopf. Denn da, hinter diesem Synonym, steht eine Menge Fun und Action. Und weiß ich, vielleicht gibt es noch ein richtig Bowling-Turnier oder weiß ich nicht, irgendwas, wo wir fliegen mal kurz nach New York als Stadt. Oder fliegen auf dem Mond und dann weiß ich, was ich. Was wir dann genau geplant haben. Aber wenn ihr Ideen habt, kommt ins Forum und schreibt eure Ideen bitte rein zur Aktion des Jahres. Und mit ein bisschen Glück wird eure Idee dann im Juni, wenn nicht im Mai, bis dann Voting fast gemacht wird. So. Ja, ansonsten geht es jetzt heute noch mal, geht es nachher erst weiter. Um 18 Uhr sehen wir uns schon wieder live. Wenn dann der gute Benny und die liebe Fiona da sind, da gibt es dann ganz viel ja, Spaß und Sachen, die man auch von uns erwartet. Genau. Ja. Pappstellerei vielleicht noch. Ja, nur so oder nach Null. Ja, so. Echt hätte man jede Stunde einen belastet. Das wird auch. Vielleicht wird es halt auch. Naja, ja. Wir sehen uns. Genau. Wir sehen uns einfach. Ciao, aber bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr, genau. Bis dann. Und Finger weg von dem Waffen. Von dem Fenster.